Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Marktgemeinde Bad Gäusern. Der Goldi. Dann machen wir nur ein paar Übungen. Skispringer trainieren. Genau, dann machen wir das ganz schön. Andi Goldberger. Der Goldi. Skispringen. Vergangenen Sonntag war das Bad Gäuserer Ortszentrum im sogenannten Goldi-Fieber. Denn beim Goldi-Talente-Cup 2019 waren über 100 Kids wieder heiß aufs Springen. Bereits zum 12. Mal in Folge machte sich Sportlerlegende Andi Goldberger auf die Suche nach heimischen Skisprungtalenten. Bei insgesamt 5 Bewerben hatten Mädels und Burschen der Jahrgänge 2008 bis 2012 die Möglichkeit, zum ersten Mal von der Schanze abzuheben, herauszufinden, ob sie Spaß am Springen haben oder vielleicht sogar das neue Skisprungtalent der Zukunft sind. Es ist ganz wichtig, einfach, dass man Kinder wieder zum Sport bringt, dass einfach der Verein, dass das wieder belebt wird, die sind engagiert, dass man da wieder Jugend einbringt und vor allem eine österreichische Meisterin, die Kleinrad-Siegerin, hat da gestern gewonnen, also da kommt schon was nach da aus dem Verein, also das gefällt mir schon. Jetzt nur die Geschichte in der Person von Daniel Keil ist auf mich zugekommen und ich bin sofort Feuer und Flamme gewesen, weil man denkt, eine ideale Situation, heuer haben wir so viel Schnee, dass wir das mitten im Ort einmal machen können und er hat gesagt, es muss unbedingt passieren, wenn es sich irgendwie ausgeht. Ja, das ist natürlich schon klasse, weil wenn man sowas hat, also mir gefällt das. Normal sagt man, jammert man, wenn man so viel Schnee hat, die müssen wegräumen. Und da machen sie was Gescheites, haben aus dem riesen Schneehaufen eine Schanze gebaut. Die Wackgemeinde, die waren da natürlich voll gleich begeistert und haben mit und haben uns da wahnsinnig unterstützt, den Skiclub da in Bad Gäusern. Also das ist schon klasse. Und da das so angenommen wird von den Leuten, von den Kindern, das freut mich ganz besonders. Und vielleicht passiert wieder was, haben viele Kinder dabei, dass dann wieder viele gute Skispringer und Skispringerinnen da aus dem Salzkammergut kommen. Wie war der Sprung für dich? Geil! Wer ist denn dein großes Vorbild beim Skispringen? Stefan Kraft. Der erste Durchgang ist vorbei, sind ein paar Talente dabei. Ja, ein paar, da waren sehr viele eigentlich dabei, weil das ist nicht einmal so ohne die Chancen da, das ist gleich ein schwierig. Also hat man wahnsinnig getaugt, wie die runtergezogen sind und das schon beim ersten Durchgang. Also das wird sehr besser. Und die Talente, habe ich gesagt, die erkennt man dann wirklich, wenn sie sich steigern, wenn man den Anweisungen gibt und wie sie besser werden. Und die anderen müssen nicht mehr trainieren, aber es ist echt klasse, ich habe volle Freude. You hear the drums on it. Come on, bounce with it. This is how we ride to it. You got the test for it. You got the guts for it. You can shine with it, homie. Let me grind with it. I got some the party getting serious. Set up one, two. Can I ask a question? Who's that hot girl? Who don't give a get on the floor, girl. I got what you want. We gonna rock, girl. To the breaker. Ich wollte einmal jedem Kind die Chance, die Möglichkeit geben, einmal Skispringen zu probieren, weil jeder hat ja nicht das Glück, dass er wo wohnt, wo ein Skisprungverein ist oder Chancen ist und da wollte einfach jeder mal die Chance geben, weil ich glaube, dass einfach sehr viele Talente oder Kinder noch unterwegs sind oder wo schlummern, die was noch nicht entdeckt sind und die kann man vielleicht da hervorlocken.
Wie heißt denn dein großes Vorbild beim Skispringen? Stefan Kraft. Da, wie war der Sprung für dich? Man ist halt sehr kurz geflogen. Bin ich eh schon gesprungen. 18 Meter. Ja, wie war dein Sprung? Na ja, nicht so gut, aber es geht schon. Oh, ein bisschen zu früh weggesprungen. Aber so haltungsmäßig? Ja, passt. Wer ist denn dein großes Vorbild? Der Stefan Kraft. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Marktgemeinde Bad Gäusern.